So, da sind wir wieder zurück. Oh, Andrea ist auch schon da. Sehr gut. Hallo Andrea, hallo Katja. Danke, dass ihr da seid. Super. Sind jetzt schon im nächsten Hi. Punkt angelangt. Michael hat so ein bisschen erzählt über Vision und Mission und wer wir sind und wo wir herkommen und was uns so treibt. Ich habe ein bisschen erzählt gerade, was eigentlich der Job als Trainer und Berater auf dem Papier so ist, ne? Also was man auch so auf der Webseite oder Karriere findet oder in so einer Stellenbeschreibung und was wir uns ja auch erwarten, was wir denn von jemandem so haben sollen. Und wir wollen doch mal jetzt mal jemanden zu Wort kommen lassen, der es jeden Tag ertragen muss. Und da will ich euch einfach mal die Bühne lassen. Ich würde mich auch ganz raushalten. Haut einfach raus. Erzählt mal den Leuten jetzt hier im Publikum, wie fühlt sich das denn an, jeden Tag als Trainer und Berater bei der Servio unterwegs zu sein. Ich behalte den Chat im Auge. Wenn Fragen reinkommen, dann werfe ich euch die rein. Ansonsten eure Bühne. Bis dann. Danke, Markus. Dankeschön. Ja, ich bin mal so frei, Katja. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ich stelle uns einmal ganz kurz vor. Das ist Katja. Katja ist seit 13.01. letzten Jahres bei uns als ziemliche Quereinsteigerin, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ist heute Senior Consultant und Lead Trainerin für eines unserer größten Themen und also hat einen wahnsinnigen Sprung hingelegt. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin jetzt bald 7 Jahre bei Servio, habe auch 6 Jahre mit großer Freude Trainings und Beratung gemacht. Und Markus und Michael haben mir ein bisschen gespoilert. Habe dann 2019 Nachwuchs gekriegt und muss mich jetzt ein bisschen umorientieren. Bin deshalb derzeit im Personalbereich, aber ja eigentlich auf der Bühne zu Hause, so wie Katja vermutlich auch. Katja, erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und Ja, super. dir? Erzähl mal, ich habe ein bisschen angespoilert, du bist Quereinsteigerin. Wo kommst denn du her und wie hast du uns gefunden? Genau, also eigentlich habe ich mit IT vorher gar nichts am Hut gehabt, weder Trainings gegeben noch wirklich im Projektmanagement gearbeitet. Ich habe nämlich in Trier, also nach dem Abi, ich komme eigentlich aus dem Sauerland, und habe dann nach dem Abi geschaut, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Habe dann überlegt, gut, jetzt habe ich schon Abi, also sollte ich vielleicht auch mal studieren gehen, damit das nicht so ganz umsonst war. Und bin dann nach Trier gezogen und habe da Erziehungswissenschaften studiert, Sozial- und Organisationspädagogik. Habe das Studium dann beendet und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Und habe dann geschaut, gut, was kann ich denn jetzt darauf aufbauen, eigentlich zu machen? Und es war gar nicht so einfach für mich, irgendwie was zu finden, weil ich eigentlich gar nicht wirklich wusste, was ich eigentlich machen sollte. Habe dann aber überlegt, okay, ich mache noch einen Master und habe dann gesehen, also ich habe wirklich überall geschaut, deutschlandweit, okay, was kann ich eigentlich so machen jetzt mit meinem Bachelor? Und habe dann in Frankfurt den Studiengang Erziehungswissenschaften im Schwerpunktbereich Erwachsenenbildung, Weiterbildung entdeckt, was mich super interessiert hat, weil da ging es ums lebenslange Lernen. Also eher weg von der Sozialpädagogik, also sagen wir mal vom Kinder- und Jugendbereich, was vorher sehr intensiv in meinem Bachelor thematisiert worden ist, und eben eher in Richtung Weiterbildung, Erwachsenenbildung. Und genau, währenddessen habe ich in einer Personalberatung gearbeitet. Da war tatsächlich eher so im Bereich Headhunting. War auch ganz interessant, aber auch nicht das, was ich dann mein Leben lang machen wollte. Habe da aber dann auch erste, ja, Projekterfahrungen, sage ich jetzt mal, gesammelt. Aber natürlich nur wirklich in den Projekten mitgearbeitet, aber jetzt nicht Projekte gemanagt oder, ne? Und es war auch in allen Bereichen was. Also klar, IT hat man mal gehört. Ich habe tatsächlich da auch schon mal den Begriff Scrum gehört, wusste aber nichts damit anzufangen. Musste mich natürlich ein bisschen einlesen, habe aber trotzdem nicht wirklich verstanden, was eigentlich hintersteckt. Genau, und dann nach dem Master habe ich dann natürlich geschaut, gut, was kann ich denn jetzt als Vollzeitberuf machen? Und bin tatsächlich auch über die Goethe-Uni, über das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau hieß, aber Stellenausschreibungsportal, tatsächlich auf die Servio gekommen und habe mich dann auch mal direkt beworben. Und es hat geklappt und funktioniert. Ja, wir freuen uns jeden Tag darüber, dass du bei uns bist. Wie war denn dann so dein Start? Wie hat sich das angefühlt? Ich meine, von Vollzeitstudium zu Vollzeittrainer ist ja dann schon ein großer Schritt. Also es war eine extreme Umstellung auf jeden Fall für mich. Gerade, also wobei ich sagen muss, ne, die ersten Gespräche, Telefongespräche, die wir auch geführt haben, waren super. Das Bewerbungsgespräch war auch ganz anders, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte.
Ich war tatsächlich, ich glaube, insgesamt 3 Stunden da. Damit Zauber. habe ich gar nicht gerechnet. Aber das Coole war im Nachgang, dass mir dann auch direkt gesagt worden ist, ja, du kannst bei uns anfangen oder eben halt nicht, wenn du nicht möchtest. Und das war das Schöne, weil normalerweise bei den Bewerbungsprozessen, ich hatte natürlich auch andere Bewerbungsgespräche, war es so, ja, wir melden uns bei Ihnen. Ja, und dann wartet man und es kommt nichts zurück. Und da war dann direkt, es hat zwar länger gedauert, aber man konnte sich aber viel austauschen, viel unterhalten. Und es wurde vor allem auch immer gefragt, was ich denn eigentlich möchte. Was ich mir vorstelle, wie ich meine Fähigkeiten einbeziehen kann und so weiter und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und genau, das war eben zu dem Vorstellungsgespräch so ein bisschen. Und dann eben der Start tatsächlich als ja, Trainerin und Beraterin ging dann für mich natürlich erstmal los mit ganz viel Input. Also was macht man denn überhaupt? Was ist denn eigentlich Scrum? Ja, ich habe mit Scrum angefangen. Was sind überhaupt agile Methoden? Dafür musste ich mich natürlich auch erstmal extrem mit auseinandersetzen, um da überhaupt auch erstmal zu verstehen, was machen die hier denn eigentlich so? Und das war sehr, sehr gut, weil ich zu Beginn in Trainings immer mitgelaufen bin. Das heißt, ich war so gesehen als Trainingsteilnehmer anwesend, habe mir das Ganze angehört, konnte auch Fragen stellen, habe natürlich viele Notizen auch aufgeschrieben, vieles nachbereitet und bin dann so Stück für Stück in die Thematik. Und wie gesagt, das erste Thema, was ich gemacht hatte, war tatsächlich Scrum und bin da Stück für Stück so ein bisschen reingerutscht. Was würdest du sagen, hat dir am Anfang besonders vielleicht geholfen? Was war so der Moment, wo du gesagt hast, ja, ich schaffe das, egal wie schwer der Umschwung ist? Gab es da so einen Punkt? Ja, mir hat zum Beispiel sehr stark geholfen, dass ich mir bei verschiedenen Kollegen die Trainings anschauen konnte, um auch zu schauen, okay, wie macht der das, wie macht sie das denn eigentlich, um für mich dann auch so ein bisschen meinen Mittelweg daraus zu bilden, weil ich am Anfang natürlich gar nicht wusste, okay, was soll ich denn eigentlich so erzählen, was soll ich denn eigentlich so machen und eben auch der Austausch mit den Teilnehmern zusammen ist auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Also es ist nicht so, dass man da vorne steht und einfach nur irgendwas runterrattert und alle müssen Ja und Amen sagen, sondern dass man eben auch viel mit den Teilnehmenden diskutiert, zusammen auch sich so gesehen weiterentwickelt. Und das finde ich eigentlich so diesen Schlüsselmoment, der mir auch gezeigt hat, okay, wir können alle immer wieder voneinander lernen. Und das war so ein bisschen das, wo ich mir gedacht hatte, ah, okay, das ist ja eigentlich genau das, was ich in meinem Master dann im Endeffekt auch gemacht habe und habe gemerkt, dass ich das auch tatsächlich wieder einbringen kann. Weil am Anfang war ich tatsächlich so ein bisschen verloren und dachte mir so, okay, was mache ich hier denn eigentlich? Passt das wirklich zu mir? Und habe dann aber gemerkt, doch, so langsam, das geht wirklich in die Richtung, die ich machen möchte. Und gerade auch die Begeisterung dann der Teilnehmenden und auch ja, diese Dankbarkeit nach so einem Training. Oder auch dann, dass man danach noch mit den Leuten in Kontakt ist und sie so ein bisschen einen über den Weg dann informieren, den sie gegangen sind. Das ist schon sehr, sehr cool und das bestätigt auch einfach einen nochmal darin, dass es, also zumindest bei mir war es so, dass es das Richtige ist, was ich jetzt mache. Ja, das gibt einem unglaublich viel Energie, ne? Wenn du da in den Dialog gehst und man pusht sich dann so gegenseitig, das macht echt Riesenspaß, oder? Auf der anderen Seite, was war vielleicht für dich so die größte, sagen wir mal, Herausforderung? So wurde gesagt, boah, ey, das ist echt ein harter Brocken. Also ganz, ganz am Anfang, klar, die Reisetätigkeit, aber da habe ich mich darauf eingelassen, weil mir wurde mehrfach gesagt, es ist eine sehr, sehr hohe Reisebereitschaft notwendig. Das war mir auch bewusst, das wurde mir bei einem Telefonat gesagt, also bei dem ersten Gespräch, was ich überhaupt hatte mit der Serviu, im Bewerbungsgespräch dann aber natürlich auch nochmal. Und ich wusste aber natürlich nicht, okay, Reisebereitschaft habe ich ja vorher noch nie gemacht. Ich wusste jetzt gar nicht, was bedeutet das denn wirklich im Detail. Also dachte ich mir, gut, schaue ich mir doch mal an. Und da war es am Anfang schon so, dass es für mich sehr extrem war tatsächlich, weil ich es einfach nicht gewohnt war. Es war zum Beispiel auch so, nach meinem Orientierungstag wusste ich dann, also ich dachte mir, okay, gut, ich sitze nämlich aktuell in Offenbach, also in der Nähe auch von unserem ECB, also von unserem Büro, und dachte mir, ja gut, ich werde bestimmt ein Training erstmal hier machen können. Nee, ich durfte dann nach München zu einem Training mitfahren, beziehungsweise was heißt mitfahren, also zu einem Training fahren, wo eine Kollegin dieses Training eben gehalten hat. Und hatte aber natürlich auch schon einen Dienstwagen, aber bin sehr lange auch kein Auto zum Beispiel gefahren. Dachte, naja, jetzt 4 Stunden nach München fahren, wird schwierig. Das habe ich also gemacht, weil ich mich unsicher gefühlt habe. Ich habe den Markus gefragt, ob ich nicht einfach genau, ich bin mit BlaBlaCar tatsächlich dann nach München gefahren, weil ich mir da so ein bisschen unsicher war. War aber auch kein Problem, war völlig in Ordnung. Ich musste die Kosten auch nicht selbst tragen, das hat die Serviu übernommen, also alles gut. Und da musste ich mich tatsächlich erstmal so ein bisschen reinfühlen in dieses Reisen, dann mal hier an einem Ort, dann mal da an einem Ort, Hotels buchen. Ja, das war für mich am Anfang auch
gar nicht so meins tatsächlich. Ich bin tatsächlich auch so jemand gewesen, ich musste eigentlich immer ganz genau wissen, wo gehe ich hin, was passiert da, wie komme ich da hin, um wie viel Uhr und was brauche ich alles dafür, was muss ich jetzt einpacken, und habe am liebsten alles schon einen Monat vorher gewusst. Habe aber schnell gemerkt, das funktioniert so nicht. Ich muss ein bisschen flexibler werden. Und das hat mir aber auch enorm dabei geholfen, nicht mehr, ja, beziehungsweise meine Stress oder mein Stresslevel enorm zu reduzieren. Weil jetzt ist es mittlerweile einfach so, okay, ich schaue eine Woche vorher rein, wo muss ich denn eigentlich nächste Woche hin? Sehe dann, okay, dann muss ich jetzt nach Berlin. Gut, dann buche ich irgendwann bald mal ein Hotel und fahre dann einfach rüber. Und dadurch, dass ich mir jetzt nicht mehr so viele Gedanken vorher mache, und das war am Anfang das, was wirklich, womit ich mir sehr schwer getan habe, es ist einfach alles viel entspannter. Weil ich gehe mittlerweile auch mit der Einstellung rein, naja, ich nehme es, wie es kommt. Das ist so ein bisschen auch jetzt mein Lebensmotto geworden, nicht nur im beruflichen, sondern tatsächlich auch im privaten Bereich, dass mir die Arbeit bei der Service, gerade diese Reisetätigkeit, geholfen hat, viel entspannter zu sein und einfach zu schauen, okay, was ist denn jetzt die Situation? Wie kann ich darin reagieren? Was muss ich tun? Und wie kann ich handeln? Und mir nicht vorher meinen Kopf zu zerbrechen, nicht zu schlafen deswegen und einfach unruhig zu sein wegen Dingen, die eigentlich total banal sind, also wo nichts Schlimmes passieren kann. Ja, das war am Anfang für mich so wirklich das, wo ich so ein bisschen am meisten mit gehadert habe tatsächlich. Und dann aber natürlich auch das vor den Leuten zu stehen und zu sprechen. Da war zum Beispiel bei mir während des Studiums war es so, ich habe mir meine Seminare tatsächlich so ausgesucht, dass ich in diesen Seminaren keine Referate halten musste. Weil ich tatsächlich, ich hatte überhaupt gar keine Lust darauf, das war gar nicht meins, vorne zu stehen, alle gucken dich an und alle hören dir zu und du musst da stehen und irgendwie abliefern. Das war überhaupt nicht meins. Und ja, deswegen, ich weiß auch gar nicht, warum ich tatsächlich mir diesen Job dann ausgesucht habe, aber irgendwas hat mich da gereizt, irgendwas hat mich da gepackt. Und als ich dann, das war ich noch das erste Mal, tatsächlich selber vorne stehen durfte, da war natürlich noch eine Kollegin von mir bei dem Training auch anwesend. Also zur Not hätte sie auch immer noch mal übernehmen können oder ich hätte auch sagen können, nee, ich will doch nicht. Ne? Und aber als ich das erste Mal da vorne stand und dann einfach losgelegt habe, also die ersten 10 Minuten waren noch so ein bisschen sehr spannend, sehr aufgeregt. Und dann aber nach den ersten 10 Minuten, dann lief es einfach nur noch. Und dann hat es mir einfach so enorm Spaß gemacht und da habe ich gemerkt, okay, das ist definitiv das, was ich machen möchte. Und das hätte ich von mir vorher niemals selbst gedacht. Also selbst, ich habe das natürlich auch mal gerne meinen Eltern dann erzählt. Und dann, ach so, nee, das hätten wir uns niemals so weit vorstellen können. Ja, also das Wie war lange so hat die. das, wie lange hat das in etwa bei dir gedauert, von Einstieg bis genau den Moment, den du gerade geschildert hast? Das ging bei mir recht flott tatsächlich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war dann das erste Training, was ich selber dann gehalten habe, war. Also ich bin ja Mitte Januar eingestiegen. Ich glaube, das war dann schon Anfang Februar oder so, also noch 3, 4 Wochen. Das ging Wow. ja. Ja, du musst dir sagen, das war die Tamara, die mich tatsächlich dann so ein bisschen geschubst hat. Aber das brauchte ich halt in dem Moment auch. Sie hat gesagt, nee, du machst das jetzt einfach mal. Du kannst das. Ich traue dir das zu. Du hast das Wissen, du kriegst das hin. Und dann dachte ich, okay, gut, dann versuchen wir es doch mal. Kleine Anmerkung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle. Das muss nicht so sein. Also man kann dann auch sagen, nee, ich brauche noch einen Moment. Also das, Katja ist hier richtig durchgestartet. Das mu müsst ihr nicht in dieser Geschwindigkeit. Das stimmt auch. Also mir wird auch immer wieder gesagt, du kannst dir in der gesamten Probezeit die Zeit nehmen, die du brauchst. Manche machen es halt ein bisschen schneller, manche halt brauchen ein bisschen mehr Zeit, aber das ist völlig in Ordnung. Ich bin halt jemand, ich muss das dann auch einfach mal machen und ich brauche dann einfach einen Schubs, weil je mehr Zeit vergeht, desto nervöser werde ich und deswegen mache ich es lieber einfach ganz schnell. Kurz und schmerzlos. Aber es muss man nicht so machen. Genau. Du hast vorhin gesagt, naja, du bist jetzt viel entspannter und es kann ja eigentlich nichts Schlimmes passieren. Worst-Case-Szenario bisher. Was ist richtig Blödes passiert und wie kommt man da we dann wieder raus? Das ist eine gute Frage. Die anderen können mal so viel erzählen, weil die natürlich schon viel, viel länger im Job sind als ich. Aber so ein richtiges Worst-Case-Szenario, wo ich danach nach Hause gegangen bin und mir dachte, nee, das geht gar nicht mehr, hatte ich irgendwie bisher noch nicht so. Meine größte Angst war zwar immer tatsächlich vor den Teilnehmenden, dass da Fragen gestellt werden oder ja, dass die, sage ich mal, meine Kompetenz in Frage stellen, weil klar, ich habe in meinen Trainings meistens Leute drin sitzen, die natürlich älter sind als ich und auch mehr Berufserfahrung haben. Und da habe ich aber schnell für mich auch gelernt, gut, Seniorität heißt nicht, ne, ein gewisses Alter zu haben, eine gewisse Berufserfahrung, sondern wie viel Wissen ich auch einfach mitbringen kann in ein bestimmtes Thema. Klar, die Praxiserfahrung zählt ja auch zu. Das kommt aber auch mit der Zeit. Irgendwann hat jeder ja mal angefangen.
Und dieses Mindset habe ich dann so ein bisschen aufgebaut, weswegen ich irgendwie gar nicht von so einem extremen Worst Case tatsächlich jetzt was erzählen könnte. Also ad hoc fällt mir tatsächlich nicht wirklich was ein, wo ich mir denke, das war ganz, ganz schlimm. Ja. Das freut mich, sehr schön. Was war denn für dich vielleicht, du hast eben schon gesagt, in dem Job hast du dich selbst so gar nicht gesehen. Gab es außerdem vielleicht noch was, wo du sagst, boah, das war aber jetzt mal eine Überraschung. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Eine Überraschung in dem, was ich bisher so erlebt habe. Also was mich, ja doch, ein Punkt, den ich aber ultra, ultra cool finde, ist zum Beispiel, dass eben auch bei uns die Geschäftsführung alles macht, was wir theoretisch auch machen. Ich kannte es vorher tatsächlich aus den Jobs, die ich nicht so nebenbei gemacht habe, aber auch von vielen Freunden, Bekannten, dass es so ist, okay, Geschäftsführung ist irgendwo ganz oben, hört man und sieht man nichts von. Die delegieren nach unten und es muss was getan werden. Und das hat mich tatsächlich, was heißt überrascht? Also es wurde einem vor einem Bewerbungsgespräch auch mitgeteilt, wie das tatsächlich alles so abläuft, so ein bisschen wie Markus vorhin auch erzählt hat. Ich habe mal die letzten 5 Minuten kurz reingehört. Und da dachte ich mir aber erstmal so, ja, mal gucken, ob das wirklich so ist, wie die das immer so verkaufen und erzählen. Ne? Weil in anderen Bewerbungsgesprächen war es auch so, da dachte ich mir, ja, okay, ich kann viel erzählen, aber ich glaube nicht, dass das hier tatsächlich so ist. Und das war dann im Nachhinein, als ich dann noch gemerkt habe, okay, es ist wirklich die Zusammenarbeit, die hier sehr, sehr, ja, hochgestellt wird. Und das funktioniert tatsächlich auch. Und das hat mich, wie gesagt, schon dann überrascht, dass es tatsächlich so ist, wie es erzählt worden ist. Und das finde ich aber auch sehr, sehr schön, weil ich kann auch mit jeder Thematik, kann ich zum Beispiel auch zu Markus gehen und sagen, hier, ich habe jetzt das und das Problem oder kannst du mir mal kurz dabei helfen oder wie auch immer. Also das ist schon, dass wir natürlich, ja, Hierarchien gibt es natürlich immer wieder, aber es ist jetzt nicht so, dass hier jemand ganz oben steht und hier wir Trainer und Consultants ganz unten und einfach das tun müssen, was uns gesagt wird, sondern wir können auch viel unsere eigene Meinung einbringen. Man wird angehört, man bekommt auch Feedback, hattet ja gerade auch als Thema schon und eben auch diese Wertschätzung. Also das ist dann auch mal, dass Markus oder Michael zu einem kommt und sagt, hier, deine Entwicklung, das lief echt wirklich gut. Wenn du dich irgendwie in einem anderen Bereich mal siehst oder hier und da, dann können wir über alles drüber reden, wir können drüber sprechen. Und das ist auch tatsächlich so. Also das wird im Bewerbungsgespräch nicht nur erzählt, weil man sich irgendwie gut verkaufen will als Unternehmen, sondern das ist tatsächlich was, was ich auch selber wahrnehme. Und das ist so das, was mich tatsächlich dann ja positiv überrascht hat, so gesehen. Da fällt mir gerade ein, du bist ja nicht nur relativ frisch, was heißt relativ frisch, 1,5 Jahre jetzt auch schon dabei, du bist ja auch Mentorin für den einen oder anderen neuen Kollegen oder die Kollegin. Worauf achtest du denn da? Was ist dir denn da besonders wichtig oder wie siehst du dich denn da? Das ist auch so ein bisschen, was ich von meiner Zeit am Anfang mitnehme, was ich dann versuche auch rüberzubringen. Ich versuche bei meinem Menti, so nenne ich sie jetzt mal, ein bisschen zur, ja, sagen wir mal, Selbstorganisation zu bewegen. Also ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten, und nicht direkt immer einzugreifen oder zu sagen, ja, klar, so und so machen wir das, sondern ich versuche eher zu schauen, wie würdest du das denn am besten machen? Oder mach es doch auch einfach mal, probier es doch auch einfach mal aus. Weil das hat mir am Anfang auch enorm geholfen. Ich wusste am Anfang natürlich nicht, okay, wie weit kann ich eigentlich gehen, wie weit nicht. Am Anfang war ich auch natürlich noch sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, weil ich auch erst mal gucken wollte, wie sind die Leute denn hier so, was kann man hier eigentlich alles machen? Und dann habe ich gemerkt, oder sehr schnell auch gemerkt, dass ich aktiv selbst Dinge machen muss, dass ich laut werden muss, in Anführungszeichen, also dass ich mich sichtbar machen muss. Und das versuche ich eben auch oder den Mentees mit auf den Weg zu geben, zu sagen, okay, mach es doch auch einfach mal, probier es doch auch einfach mal aus. Frag nicht immer bei jeder Kleinigkeit nach, sondern versuch es für dich doch einfach mal. Probier es doch einfach mal aus. Und wenn es eben nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, also es ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, Scheitern ist nichts Schlimmes, sondern daraus lernt man und sieht, okay, der Weg hat jetzt nicht funktioniert, also schlage ich den anderen Weg ein. Und das ist eben, finde ich, sehr, sehr wichtig, um überhaupt in diesem Job auch einen guten Job machen zu können, aber auch vor allem Spaß dabei zu haben. Weil das finde ich eben gerade das Schöne, dass ich nicht jedes Mal meine Vorgesetzte fragen muss, kann ich das jetzt so und so machen oder ist das so und so okay? Sondern ich bekomme immer nur die Rückmeldung, mach. Und deswegen frage ich mittlerweile auch nicht mehr so viel. Und das versuche ich eben auch dann den Menschen mit auf den Weg zu geben, um das selbstständige Denken, selbstständig Entscheidungen zu treffen, weil das müssen wir einfach. Gerade jetzt auch sowieso im Homeoffice. Mir sagt niemand, naja, du musst jetzt das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen und so und so und so. Das entscheide ich selbst, wie ich Dinge mache und wie ich meine Zeit auch einteile. Und das ist natürlich ein Punkt, da muss man sich auch so ein bisschen reinfinden in diese Selbstorganisation tatsächlich.
Und da haben mir zum Beispiel wieder diese agilen Themen wie Scrum, aber auch agiles Projektmanagement sehr gut beigeholfen. Wenn du jetzt gerade das Thema Homeoffice ansprichst, es ist ja jetzt schon so, dass ihr, glaube ich, auch sehr, sehr viel Online-Trainings macht und von zu Hause aus arbeitet. Also ich glaube, du sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause. Was ist denn für dich vielleicht der größte Unterschied zwischen Online-Training und Live-Training? Also was ist gut an dem einen und was ist gut an dem anderen? Beim Online-Training ist das Gute natürlich, dass ich nicht so viel reisen muss. Also, dass ich, wenn ich jetzt montags zum Beispiel ein Training in München zum Beispiel hätte, würde ich auf jeden Fall sonntags losfahren, weil ich habe keine Lust, mich morgens früh um, keine Ahnung, 4 Uhr ins Auto zu setzen. Nee. Ist aber natürlich auch nicht so dramatisch. Ja. Es wird darauf geachtet, dass man nicht immer sonntags losfahren muss. Es kann aber natürlich sein, wenn jetzt viel los ist, dass wir dann natürlich schon auch häufig mal sonntags losfahren müssen, aber da gewöhnt man sich auch dran. Und das ist eben, wie gesagt, das Schöne beim Online-Training, dass man diesen Anfahrt oder diese Anfahrt einfach nicht hat, sondern man kann morgens aufstehen, man kann in Ruhe frühstücken, kann sich dann ins Training setzen. Auf der anderen Seite finde ich Präsenztraining dahingehend besser, dass, also Live-Trainings, dass man direktes Feedback bekommt. Also häufig ist es so bei den Online-Trainings, dass viele natürlich nicht immer die Kameras anmachen. Ist auch okay, muss nicht jeder so machen. Aber dann habe ich natürlich keine direkte Rückmeldung, ob ich zu schnell bin, ob ich richtig verstanden werde. Natürlich muss ich dann immer wieder nachfragen. Ist einfacher, wenn die Leute tatsächlich vor einem live sitzen oder stehen. Dann ist auch einfach mehr Interaktion. Und das ist eben das Schönere bei den Präsenztrainings, dass viel mehr Interaktion halt herrscht, dass man sich viel mehr austauscht untereinander. Das geht bei den Online-Trainings teilweise, muss man dazu aber sagen, ein bisschen verloren. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Leute sitzen denn jetzt tatsächlich da. Also so pauschal kann man es nicht sagen, aber genau, das ist ein wesentlicher Unterschied zu jetzt den Online- und Präsenztrainings. Genau. Sehr schön. Wenn man jetzt so eine ganz normale Woche sich irgendwie anguckt, vielleicht du hast ein Training in Berlin. Nehmen mal Berlin, weil ich immer gerne nach Berlin gefahren bin. Wie sieht denn dann so ein Tag aus? Ich meine, du hast Trainingsstart wahrscheinlich um 9. Wie gestaltest du dann so deinen Tag? Also ich gehe jetzt einmal mal von morgens bis abends durch. Ja, Es bitte. läuft dann so. Ich bin dann wahrscheinlich natürlich schon sonntags angereist, wenn ich dann montags in Berlin bin. So, dann reise ich recht spät an, sodass ich meistens so um 10 oder so im Hotel bin. Dann laufe ich manchmal noch tatsächlich eine Runde um den Block oder so, um ein bisschen runterzukommen. Und dann lege ich mich schlafen. So, dann geht es am nächsten Tag los. Ich suche mir die Hotels tatsächlich auch immer so aus, dass ich nicht so weit weg von dem Trainingsort bin, dass ich meistens tatsächlich auch zu Fuß hinlaufen kann oder vielleicht sogar mit der Bahn oder manchmal auch mit dem Auto, je nachdem. Und dann bereite ich das Ganze vor. Ja, ich bin meistens dann so um 8 Uhr da, stelle meine Flipcharts auf, teile Workbooks aus, also alle Unterlagen, die auch die Teilnehmenden benötigen, schaue, dass alles passt, frage vorher in dem Trainingsort auch nach, wo es Getränke gibt und so weiter, wie das mit dem Mittagessen funktioniert. Genau, und dann strudeln so langsam die ersten Teilnehmer dann manchmal schon um 8:30 an. Was auch völlig okay ist. Und dann geht das Training tatsächlich um 9 Uhr los. Dann ist es eben so, dass man so ein kurzes Onboarding macht, sich natürlich vorstellt, so ein bisschen über die Trainingszeiten spricht, auch so ein bisschen was zum Trainingsort natürlich mitteilt, wo man sich zu essen holen kann, wo man mal kurz um die Ecke kann, wo man ja, sich zu trinken holen kann und eben wie das Training so ein bisschen abläuft. Und dann geht das Training eben los mit seinen kleinen Pausen, mit der Mittagspause. Die Mittagspause verbringe ich dann auch mal mit meinen Teilnehmenden zusammen. Das heißt, wir setzen uns eine Stunde hin, essen gemeinsam, meistens dann in irgendwelchen Mensen. Gut, jetzt aktuell durch Corona wird häufig viel Essen bestellt. Ist auch okay, ja, ist im Prinzip fast das Gleiche. Man setzt sich dann eben zusammen. Da unterhält man sich auch dann viel über das Thema, welches dann auch im Training natürlich der Fokus ist, aber eben auch über eher privatere Dinge, also wo die Leute eigentlich so herkommen, was sie sonst so nebenbei machen. Man findet auch häufig Personen mit gemeinsamen Hobbys zum Beispiel. Darüber unterhält man sich dann viel. Aber immer, dass es so in der Gruppe ist. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Klar bilden sich da manchmal auch kleinere Gruppen, aber das ist eigentlich ganz schön. Und so wächst man irgendwie dann auch als Trainingsgruppe zusammen. Und naja, dann geht es wieder ins Training und abends nach dem Training unterhält man sich da manchmal mit dem einen oder anderen noch. Und dann suche ich mir meistens irgendwo was, wo ich essen kann. Also Essen ist immer ganz wichtig bei mir, dass ich immer schaue, wo geht es Bei am mir besten auch. hin. Manchmal ist es auch so, dass ich tatsächlich eine Stunde durch die Stadt laufe, bis ich was Perfektes gefunden habe, wo ich mir denke, okay, hier gehe ich jetzt wirklich was essen.
Und je nachdem, in welcher Stadt ich bin, schaue ich natürlich auch, ob da noch zum Beispiel irgendwelche Studienfreunde von mir leben und verabrede mich dann auch mit denen. Und das ist eben das Coole bei den Präsenztrainings und dass man auch an unterschiedliche Orte mal wieder fährt, dass man diese Leute einfach immer wieder sieht. Weil ansonsten, ich glaube, wäre ich nicht in diesem Job, dann wäre dieser Kontakt zu einigen schon längst verloren gegangen. Und das ist halt wirklich cool. Man kann sich immer mal wieder updaten, man sieht sich immer mal wieder. Und im Endeffekt ist man dann doch nicht alleine. Und selbst wenn ich mal in einer Stadt bin, wo niemand ist, ist es auch nicht schlimm. Ich genieße es mittlerweile durch das Homeoffice sowieso noch mehr, auch dann einfach mal die Ruhe für mich zu haben. Und das war vorher zum Beispiel auch gar nicht so. Ich brauchte immer irgendwie Leute um mich herum, ich brauchte immer irgendwie Action. Und dann ist es auch manchmal so, okay, dann genieße ich das einfach, ich gehe was essen, ich setze mich irgendwo hin. War am Anfang nämlich auch nicht so einfach, sich irgendwo allein im Restaurant zu setzen und zu essen. Aber dann beobachtet man einfach mal die anderen Leute so ein bisschen, hört vielleicht auch in den Gesprächen zu, ja. Aber das ist völlig in Ordnung. Genau, und dann geht es irgendwann abends ins Hotel zurück. Vielleicht bereite ich noch was nach. Vielleicht muss ich hier noch ein bisschen was, ja, vorbereiten für was anderes oder so. Aber ganz entspannt. Genau. Wunderbar, danke Katja. Ich habe noch eine Frage und dann können wir mal kurz bei Markus reinfunken, ob der Fragen hat. Was war dein allerbester Moment ever bei Servio? Ist egal, ob intern oder extern, so das, wo du sagst, das war einfach ein großartiger Moment. Ich muss sagen, diesen Moment habe ich immer mal wieder. Das ist der, wenn ich zum Beispiel 5 Tage Trainings habe. Und wenn man nämlich 5 Tage ein Training hat mit einer gleichen Gruppe, wächst man mit dieser Gruppe einfach so enorm zusammen. Man verbringt so viel Zeit in dieser Woche gemeinsam, dass man irgendwie am Ende schon das Gefühl hat, dass man sich schon richtig, richtig lang kennt. Und wenn man dann merkt, okay, das Training geht jetzt zu Ende. Und sowohl von meiner Seite auch als von der Teilnehmerseite merkt, eigentlich wollen wir gar nicht, dass das jetzt hier vorbei ist. Und irgendwie ist das dann natürlich ein trauriger Moment, aber gleichzeitig auch wiederum so ein schöner Moment, weil man gemerkt hat, man ist einfach so extrem zusammengewachsen in dieser Gruppe, dass es halt so schade ist, dass man auseinandergeht. Natürlich hat man danach vielleicht auch noch ein bisschen Kontakt, aber das ist, finde ich, einer der schönsten Momente, die ich zum Glück immer mal wieder auch habe, tatsächlich, ja. Und das ist halt das auch nochmal, was mich so bestätigt, dass ich eigentlich das mache, was auch zu mir passt irgendwie. Ja, Ja. man hat dann so diese gemeinsame Wellenlänge, ne? Du Genau. weißt so, wo ist der Humor und wie schwingt man so? Das ist mega cool, ja. Super, Ja. vielen Dank. Markus, hast du irgendwas aus dem Chat für uns? Oh, ja, da bin ich wieder. Nee, im Chat ist momentan nichts. Ich glaube, also ich habe auch die ganze Zeit ganz fasziniert zugehört. Das glaube ich, geht ja allen anderen auch so. Im Chat war jetzt, ist erstmal soweit nichts reingekommen. Und aber liegen auch ja jetzt so perfekt in der Zeit. So würde ich sagen an euch beide. Erstmal vielen Dank, Katja, auch gerade auch, dass du so ein bisschen Insights gibst in dein Gefühlsleben, wie du das so wahrgenommen hast und den Weg, den du auch für dich selbst gegangen bist. Ist, glaube ich, super spannend für jeden, der momentan im Punkt steht. Ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Wie fühlt sich auch das mit dem Reisen an? Und ich kann das aus meiner Vergangenheit sagen, dass mir das ganz ähnlich gegangen ist. Als ich bei, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber als ich bei Michael Kresse im Bewerbungsgespräch saß 2004, habe ich nur Consulting gemacht bis zu dem Zeitpunkt, keine Trainings. Und sagte zu ihm, nee, Trainings habe ich keine Lust drauf. Ich muss ja jeden Tag dasselbe erzählen. Das ist so ein bisschen wie in der Schule. Und dann guckte er mich an und sagte zu mir, oh, warte mal, ich glaube, dass dir das Spaß machen wird. Und da habe ich an gelernt, für mich gelernt, dass ich das gut kann, offensichtlich gut kann, die Leute, das gefällt irgendwie und es mir auch noch Spaß gemacht hat. Das wusste ich vorher gar nicht. Also es ist ganz ähnlich, wie du es auch beschreibst. Das ist, glaube ich, etwas, was wir auch immer, denn Servio hat so viele Bühnen, hat so viele Möglichkeiten, sich auch mal auszuprobieren. Also auch mal vielleicht Dinge ausprobieren, wo man sagt, nö, das habe jetzt festgestellt, das ist doch nichts für mich, aber dann gehe ich wieder in eine andere Richtung, wird doch wieder Richtung mehr Beratung oder das ist das, worum es geht. Super. Vielen Dank an euch beide. Danke dir, Ich Katja. Ich würde. freue mich, dich live zu sehen, dann Ende September. Ja, genau. Wir machen das auf. Also, was ich eben nur ans Herz legen kann: Katja ist in LinkedIn, Katja ist in Xing. Ne? Also, Andrea ist in LinkedIn, Andrea ist in Xing. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr das oder vielleicht auch auf euch spezifisch, die dann. Sprecht sie einfach direkt an. Also die wird euch ehrlich antworten, wie sie das empfindet. Und das ist das, worum es geht. Ich habe jetzt hier doch tatsächlich doch noch eine Frage reingekriegt, sehe ich gerade im Chat. Ich lese sie einfach mal vor. Gibt oder gab es auch Trainings, die ihr im Servio-Team vor Ort bewerkstelligen musstet?
dass die Frage ist, was mit vor Ort gemeint ist. Also innerhalb des Teams? Ja, also wenn es innerhalb des Teams gemeint ist, wir machen immer wieder innerhalb Trainings auch. Ne? Katja, du machst gerade morgen, machst du ein internes Training für Kollegen. Wir haben unter anderem ja nicht nur Trainings in dem Sinne, sondern auch Simulationen, Simulationsspiele. Ne? Der Unterschied ist so ein bisschen, man spielt ein Szenario, morgen macht ihr so Jurassic Park mäßig. Da kann man sich ein bisschen ausprobieren, wie das mit dem Agilität dann wirklich so funktioniert, im Team zu agieren. Ist super cool, weil man dann mit den Teilnehmern auch so ein bisschen in Reflexion kommt, wie erleben die das? Das ist was ganz anderes. Also das Erleben ist was anderes, als es erklärt zu kriegen. Und das machen wir auch, intern. Ah, hier kommt eine Konkretisierung. Mehrere Mitarbeiter von Serviu bei einem Kunden. Ja, das ist dann bei uns Beratung, ne? Also das, Katja, vielleicht kannst du auch schon mal erzählen von dem Maschinenbauer, bei dem du da unterwegs bist, oder auch bei dem Energieversorger. Wo wir dann teilweise auch mit mehreren Leuten agieren. Genau, das ist schon so. Also es ist nicht so, dass wir dann ein Training zu zweit so gesehen halten, das jetzt nicht, sondern wenn wir zum Beispiel Individualtrainings machen für bestimmte Kunden, dann, dass man sich abwechselt, ja, aufgrund, weiß nicht, zeitlicher Punkt. Bei mir war es zum Beispiel so, ich war jetzt im Urlaub, dann hat es halt eine Kollegin übernommen, das ist auch völlig in Ordnung. Oder was wir aber zum Beispiel in der Beratung auch häufig machen, gerade auch zu Beginn, wenn man einsteigt in die Beratung, das war bei mir auch so, dass ich das mit meiner Kollegin zusammen gemacht habe. Und nicht direkt alleine, weil ich ja erstmal auch schauen muss, okay, was muss ich eigentlich genau alles machen? Ne? Da wird man nicht allein gelassen, sondern man macht es dann zusammen, die Beratung, teilt sich da so ein bisschen die Aufgaben auf, tauscht sich immer wieder aus und das ist das Wertvolle dabei. Also man wird nicht alleine gelassen. Also das machen wir dann schon, dass wir in der Beratung auch zu mehreren sind und da uns immer wieder auch austauschen können. Also man wird da nicht allein stehen gelassen und auch, wenn ich zum Beispiel sagen würde, nö, ich fühle mich noch nicht sicher darin, dann wird natürlich auch geschaut, okay, können wir da irgendwie so, ja, sowas ähnliches wie Pairworking machen oder so, ja. Wenn ich da vielleicht gerade noch einhaken darf, ich habe schon das ein oder andere Training zu zweit gehalten, nämlich so Leadership- und Softskill-Intensivkurse. Die kommen selten vor, aber wenn sie vorkommen, sind die dann auch so mit Night-Sessions und allem und weil es da dann auch zum Teil geht, einer moderiert und einer gibt den Teilnehmenden Feedback, dass man das dann auch zusammen macht. Das mache ich oder habe ich häufig gemacht mit einem sehr, sehr, sehr erfahrenen Kollegen. Und das ist auch total cool. Ich meine, da war ich irgendwie 4 Jahre dabei und er, wie lange ist Björn jetzt dabei? Immer? immer, ja. Also irgendwie, er war 13 Jahre dabei und trotzdem ist das eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und man spielt sich dann die Bälle zu und er kann dieses Thema eben besser und ich kann dieses Thema eben besser. Also es ist klar kriegt man dann auch Feedback vom erfahrenen Kollegen, das hat gut geklappt, da würde ich nochmal anders machen, aber es ist immer ein Miteinander und das ist richtig, richtig cool. Auch in den Beratungsprojekten, wenn da einer dabei ist, der das schon seit 20 Jahren macht und du machst das seit 2 Jahren, das ist überhaupt kein Thema. Also es gibt Beratungsmandate, da sind mehrere Kollegen unterwegs, natürlich jeder seine Aufgaben in dem Projekt, aber da sind mehrere Kollegen von Serviu unterwegs und dann auch vor Ort und es gibt Mandate, da ist man alleine unterwegs. Das hängt ein bisschen für die in der von der Größenordnung des Projektes ab. Ne? Ja, aber ich glaube, wir haben es getroffen, weil es kam gerade noch ein Danke für die Ausführung und ein Smiley. Auch danke, ist auch gut für das Feedback, ne? Aber manchmal ist es nicht ganz eindeutig, ob wir das auch treffen, weil es geht, wir wollen das beantworten, was ihr wissen wollt. Und das ist das, worum es geht. Super. Prima, dann würde ich vorschlagen, sind wir ja jetzt an der Mittagspause angelangt. Also die Hälfte haben wir schon hinter uns. Katja, vielen Dank nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Gerne. Und wie gesagt, Leute, geht auf sie zu, wenn ihr da Fragen habt oder auf jeden anderen, den ihr bei Xing findet, die werden alle, oder LinkedIn, die werden alle antworten. Andrea, dich hören wir ja nachher nochmal, dann willst du mal so ein bisschen über den Bewerbungsprozess, das hört sich wieder so ein bisschen formal an, aber wie läuft das denn so ab? Katja hat schon ja gesagt, sie hat ein 3 Stunden Bewerbungsgespräch, das ist bei uns die Regel mehr eigentlich, dafür machen wir auch nur eins. Also wie läuft das denn so ab? Wie bewerten und nach welchen Kriterien bewerten wir auch? Mit wem wollen wir uns unterhalten und wem nicht? Und wo wollen wir uns auch vorstellen? Wie gesagt, das ist mir aber ganz wichtig, das auch zu betonen. Das ist ja mal eine gegenseitige. Wir bewerben uns ja auch bei euch. Das macht die Andrea nachher nochmal um 13.45 Uhr. Um 13 Uhr komme ich nochmal zurück und zeige euch mal so ein bisschen das Entwicklungsmodell. Also die Katja ist ja ein schönes Beispiel, hat als Consultant angefangen. Und ist mittlerweile Senior Consultant. Und was ist denn passiert? Welche Leitplanken hat sie denn so gehabt, die ihr da auch geholfen haben? Und wie stellen wir uns das so eine Entwicklung denn vor? Das zeige ich euch dann nach der Mittagspause, genau um 13 Uhr. Perfekt.
Dann würde ich sagen, die Session lassen wir einfach laufen. Ihr könnt rausgehen und dann wiederkommen oder lasst sie einfach laufen. Wir sehen uns dann hier wieder um 13 Uhr und dann geht es weiter. Danke an euch beiden. Habt noch einen schönen Nachmittag. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.